Jo, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Crusader Kings 2. Ah, wir tüfteln immer noch irgendwie an unserem Plan, wie wir wieder an die Macht kommen, denn wir sind ja abgesetzt worden von langer, langer Zeit. Ihr wisst es, die hier immer brav zusehen. Leider Gottes bot es sich noch nicht an, dass ich hier irgendwie meine Macht wieder zurückbekommen würde. Wir haben uns jetzt zwar in einer Fraktion wiedergefunden, die für eine schwächere Kronautorität steht, bin aber gespannt, was daraus dann wird. Der möchte natürlich verheiratet werden. Müssen wir dann schauen, beziehungsweise mit ihm. Wer ist denn heiratswillig? Gibt es da jemanden, der auch Pannonien? Oho. Diese Dame. Ansprüche auf Pannonien. Die wäre sogar katholisch. Aber wir heiraten die da. Ist ja egal, heiraten wir. Das haben wir sonst nie gemacht. Sollte man eigentlich theoretisch auch nicht machen, weil wenn wir sie heiraten, dann hat sie auch natürlich Ansprüche, die sich dann gelten. Oder beziehungsweise die Kinder, die daraus entstehen, die könnten dann in Zwiespalt kommen. So, was haben wir hier? Bayerische Amtsstelle auf Würzburg. Aha! Endlich mal! Geht's um das Ding da? Oh! Er baut eine Burg? Sehr schön. Wir haben noch keinen Agentenführer. Beziehungsweise macht der Agentenführer nichts. Was natürlich blöd ist. So, was ist mit dir jetzt? Du bist 21 Jahre alt. Dänemark. Das ist hässlich. Ja. Dann werden wir das machen. Ups, was für ein Wüstling. Ah ja, gar nichts. Gar keine Ansprüche. Theoretisch sollte das eigentlich ein Kinderspiel sein hier. Eben.
gegen die Baden zu gewinnen. Eigentlich dachte ich mir, dass die holen sich komplett Baden. Entschuldigung. Mein Magen spielt ein bisschen verrückt. Ja, das müssen wir offenlegen. Meine neue Frau, oder? Ah. Wir müssen sie einsperren. Es hilft nichts. Kann auch da nicht mit einem anderen herummachen. Das geht ja überhaupt nicht. Aber ein Kind bekommen. Na dann. Die Zweifel nagen auch an mir. Ich glaube das nicht, dass das Kind dann von mir ist. Aber wer weiß, vielleicht ja doch, vielleicht auch nicht. Zumindest wird uns nicht langweilig. Nur lauter Blödsinn. Du musst klug werden. Unbedingt musst du klug werden. In den Belangen, die ich natürlich ausgesucht habe für den Jungen. Ein deutscher Orden. Treulose, ja. Das Kind, das Fragezeichen-Kind. Ja. Warum nicht? So, wie alt bist du, meine Gnädige? Schauen. Wieder einer gestorben, wieder einer gestorben. Jetzt geht's rund. Okay. Baden gehört jetzt zu uns. Nein, gehört nicht zu uns. Ah, Würzburg. Du wirst Agentenführerin. So, dann brauchen wir wieder einen Befehlshaber. Befehlshaber nehme ich immer gerne die besten, die ich habe. Höfling in Bayern, Höfling, Höfling. Ja, ich brauche aber gute Leute. Das ist das Problem. Hofprediger, Bischof von Ellwangen, das ist sehr gut. Soll er bitte in Nürnberg machen? So, wie alt bist du jetzt? 15. Das bedeutet ein Jahr noch. Ja, dann brauchst du noch Ewigkeiten. Okay.
Muss die Fraktion verlassen. Ich bin schon draußen. Schade. Schade, dass es nicht gut durchgegangen ist, weil dann hätten wir vielleicht noch mehr Chancen gehabt, eben hier die Krone wieder zurückzubekommen und Bayern noch größer zu machen. Aber, ja, leider Gottes passiert das eben nicht. Aber sie wird schon erwachsen, sie stellt schon viel mehr Anforderungen an das Ganze. Das passt doch. Das dauert eh nicht mehr lange und dann könnte ich ihr wahrscheinlich den Krieg erklären. Ja. Ja. Ist halt dumm. Ja, ich mach's für den Profit. Es ist doch egal. Spionage kann lukrativ sein. Ja, das auf alle Fälle. Vor allem, wenn man so eine untreue Frau hat, die eigentlich hässlich ist wie die Nacht. Oder? Na, ah, die. Sie lispelt, nein, sie ist nicht hässlich. Eine Tochter. Sehr schön. Alles klar, das war's schon wieder von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.